Wenn wir Chondren anschauen, dann finden wir sehr viele Belege dafür, dass die Chondre ursprünglich mal vollständig geschmolzen war. Die Chondre besteht aus größeren porphyrischen Mineralen, Olivin, Pyroxen und Natriummesostasis, Calcium-Aluminium-reich, die ist feinkristallin bis glasig. Das heißt, wenn sie mal glasig war, dann war die mit Sicherheit mal geschmolzen. Jetzt finden wir zum Beispiel auch in den Olivinen Einschlüsse, die ähnlich sind wie diese Mesostasis-Schmelze. Das heißt, diese Schmelze muss da gewesen sein, bevor der Olivin entstand und damit ist auch der Olivin aus dieser Schmelze entstanden. Das bedeutet, wenn die gesamte Chondre mal geschmolzen gewesen sein muss, können wir eine Temperatur festlegen. Das heißt, wir zeichnen hier mal eine Temperaturachse in zum Beispiel Kelvin und dann liegen die Liquidus-Temperaturen für Chondren, je nach Zusammensetzung, bei vielleicht sowas wie 1700 bis 2000 Kelvin. Liquidus von dieser Chondre. Das heißt, wir können sagen, die Chondre muss irgendwann mal oberhalb dieses Liquidus gelegen haben. Jetzt die Frage, wie schnell ist sie aufgeheizt, wie schnell abgekühlt? Jetzt ist die Mesostase, wie gesagt, oftmals glasig, das heißt, sie muss abgeschreckt worden sein, also sehr schnell abgekühlt worden sein. Es ist auch so, dass Chondren oftmals volatile Elemente wie Natrium noch in vergleichsweise hohen Konzentrationen enthalten, was auch nicht geht, wenn die Chondre lange bei hohen Temperaturen ist, dann wird es alles evaporieren. Das heißt, die Chondre muss relativ schnell hier unter diesen Liquidus wieder gefallen sein, also die Temperatur. Jetzt ist es so, dass nicht nur eine Chondre entsteht, sondern viele. Wenn diese ganzen Chondren da sind, ist es insgesamt so ein bisschen heiß, die strahlen Wärme ab und so weiter, heizen sie vielleicht ein bisschen gegenseitig. Das heißt, irgendwann kühlt das Ganze vielleicht ein klein bisschen langsamer ab. Wir können also hier eine X-Achse zeichnen, auf der die Zeit ist, vielleicht in Stunden. Jetzt müssen die Chondren natürlich auch noch irgendwann mal aufgeheizt worden sein. Jetzt scheint es relativ unwahrscheinlich, dass diese Aufheizung langsam ging, dass also jetzt die Chondren irgendwo von hier kommen. Denn das würde bedeuten, man hat vielleicht ein großes Volumen, das lange heiß war und aus diesem Volumen sind die Chondren sehr, sehr schnell rausgeholt worden, damit sie sehr schnell abkühlen. Und irgendwo muss ja eine Grenze sein, wo es sehr heiß ist und sehr kalt und so eine Grenze scheint irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich. Deshalb war es vermutlich nicht so, dass die Chondren lange heiß waren, sondern im Gegenteil, dass die von einer gewissen Grundtemperatur schnell aufgeheizt worden sind und schnell auch wieder abkühlen. Das macht dann irgendwie mehr Sinn. Das heißt, man hat hier eine Grundtemperatur von ein paar hundert Kelvin vielleicht. Da wurde das Ganze schnell aufgeheizt. Das muss nicht so langsam gehen, denn die umgebenden Chondren sind noch nicht heiß. Die können sich noch nicht gegenseitig heizen. Deshalb kann dieser erste Anstieg hier sehr schnell gegangen sein. Und dann haben wir hier einen Temperaturverlauf für die Chondrenbildung. Und dann nennen wir den Punkt der Chondrenbildung auch noch T0 und haben davor dann negative Zeit und dann positive Zeit. Und dann können wir uns das Ganze hier nochmal anschauen. Und hier ist jetzt das Gleiche nochmal gezeigt. Ich ändere nur kurz die Farbe. Hier ist nochmal der Verlauf gezeigt. Man hat dann das Ganze, das man erstmal so abgeleitet hat aus den Chondren, auch nochmal experimentell nachvollzogen. Und das funktioniert ganz gut. Und das ist diese orangefarbene Kurve hier. Also man hat hier in dem Fall zum Beispiel so etwas wie 600 Kelvin. Dann gibt es hier die Chondrenbildung über den Liquidus, dann geht es sehr schnell wieder runter und dann kühlt das Ganze über ein paar Stunden ab. Nicht besonders lang, 50 Stunden sind gerade mal sowas wie vielleicht 4 Tage, vielleicht noch ein paar mehr Tage. So genau muss das auch nicht sein. Hier oben ist dann wieder die Liquidus-Temperatur. Hier ist noch der Glasübergang. Das ist der Übergang, wo dann wo eine Schmelze aus einem noch gewissen viskosen Zustand dann tatsächlich fest wird. Also das, was ich jetzt hier unterlegt habe, ist der Temperaturverlauf, wie man ihn aus Chondren ableitet und dann auch noch aus Experimenten kennt. Und dann möchte man natürlich wissen, welcher Mechanismus im frühen Sonnensystem war jetzt tatsächlich für die Chondrenbildung verantwortlich. Und da hat man jetzt verschiedene Modelle entwickelt und vorgeschlagen und die funktionieren und die sind jetzt hier auch noch mit eingetragen. Und zwar genau 3 Stück. Das ist einmal hier das Schockwellenmodell, dann gibt es X-Windmodell und das Nebelblitzmodell. Das sind somit vielleicht noch die 3 populärsten, wobei dieses Schockwellenmodell, das erste hier oben, mit das sinnvollste erscheint. Es gibt aber auch noch die Kollision von Planetesimalen, die auch immer wieder populär ist und noch einige weitere, auf die ich jetzt hier nicht im Detail eingehen will. Und aus diesen Modellen lassen sich dann auch Temperaturkurven
ableiten und mit den experimentellen bzw. aus Kontern abgeleiteten vergleichen. Und dann hat man eben für das Schockmodell diese Kurve hier, also Schockwellenmodell diese Kurve hier, für das Nebelblitzmodell hat man wirklich zack hoch und einmal wieder runter. Und für das X-Wind-Modell hat man dann noch diese Kurve hier, kriegt man nicht ganz so hohe Temperaturen. Und auch hier scheint das Schockwellenmodell am besten die experimentellen Daten hier zu belegen. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum das Schockwellenmodell so populär ist. Allerdings sollte man hier wirklich vorsichtig sein. Das sind nur Modelle. Modelle liefern keine Belege, sie liefern nur Argumente. Die Belege, die müssen natürlich aus den und zu untersuchenden Objekten selbst kommen. Wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Modelle hier. Es gibt die experimentellen Randbedingungen, das ist mal das Wichtige, also nicht die experimentellen, sondern die aus den Kontren plus die experimentellen, das ist das Fundament, das Wichtige. Und dann können wir hier aus Modellen noch Überlegungen machen, was vielleicht das beste Kontrenbildungsmodell ist. Bis heute konnte man sich nicht darauf einigen, welches das wahrscheinlichste ist.